Hi, Fisch und willkommen zur letzten Folge von Raft, beziehungsweise zur letzten Folge Raft Prototyp. Dies ist übrigens eine der Folgen, wo ich euch zeigen möchte, was ich soweit erreicht habe. Also, wir fangen jetzt mal von ganz von vorne an, checken aber vorher nochmal, ob der Hai angreift. Nö. Daneben nicht. Also, wir haben hier unten angefangen. Dies waren unsere ersten vier Paletten. Gluck, gluck. Das bedeutet also, hier sind wir jetzt gelandet. Und haben uns im Laufe der Zeit sehr weit ausgegraben. Ausgebreitet, bitteschön. Wir haben hier unsere Palmen angepflanzt. Unsere 15 Items, unsere Netze, die wir dann gleich ausarbeiten wollen. Und wir haben hier noch einen schönen Rand hingesetzt. Wir haben hier Lampen gebaut. Und wir haben in den letzten Folgen unsere, wie nenne ich so schön, Wand der Schande abgerissen. Damit das die Wände der Freude werden. Sagen wir es mal so. Und jetzt sind wir endgültig fertig. Auf jeden Fall eine kleine Führung durch mein Haus. Wie viel Material ich angesammelt habe. Schrott, Holz, Schrott, Geil, Schrott, Kokosnussnamen, Holz, Fahren, Fahren und Dann hätten wir hier ein bisschen Inneneinrichtung aufgebaut. Hier ist etwas, womit ich nicht ganz genau wusste, wohin. Zweites Stockwerk. Oder sagen wir erstes. Hier noch mehr. Dann geht es hier lang. Zum zweiten Stockwerk. Und hier. Ab zum dritten. Und hier ist unser kleines Ausguck. Gut. Dann haben wir hier noch ein Stühlchen hingestellt, um das hier auszuprobieren. Na, fein. Auf jeden Fall hätten wir... So haben wir auf jeden Fall eine nahezu unbegrenzte Nahrungsmittelquelle. Und wollen uns noch... Moment. Habe ich nicht gerade wieder ein Fressgeräusch gehört? Ist ja auch egal. Mal sehen. Momentan scheint es ja auch nur rohe Makrelen zu geben. So wie die hier. Und man legt sie anscheinend so ein, wie man sie fängt. Moment. Ich sollte jetzt dringend wieder an die Oberfläche gehen, weil ich habe das Gefühl, Heiko greift wieder an. Oder auch nicht. Naja. Holz. Ich wollte auf jeden Fall nur grob zeigen, was hier wieder sich getan hat. Ein bisschen. Und inzwischen habe ich so viel Materialien, dass ich sie kaum verbrauchen kann. Zumindest alles außer Holz. Wobei, wenn ich es drauf anlegen würde und meine Vorräte plündere, wahrscheinlich. Und genug Nahrungsmittel habe ich ja auch gesammelt. Mit den Makrelen sowieso. Naja, auf jeden Fall vom Prototyp her erstaunlich, wie viel hier drin war. Vielleicht baue ich hier noch eine Lampe hin. Als krönenden Abschluss. Ja. Ich denke mal, das ist gut. Was mir in diesem Spiel bisher gefallen hat, ist die Freiheit beim Bauen. Und die Tatsache, dass ich gerade mal wieder zu langsam war. Ja. Ich glaube, das war so.
Was ich gerade sagen wollte, die Freiheit beim Bau. Geht mir auf den Geist, dass die Haiangriffe so unvorhersehbar sind. Ich habe mal offline, offscreen gemacht und man hat die Haiangriffe nur ganz leise im Hintergrund gehört. Was ich natürlich schon mehrmals bemängelt habe, weil ich neige dazu, viele Sachen zu oft zu wiederholen. Auf jeden Fall, das Konzept ist vielversprechend. Und... also... da wollen wir noch ein paar Sachen auf den Grill schmeißen. Noch ein bisschen trinken. Und sagen... Potenzial hat das gesamte Spiel ja. Aber es ist momentan noch alles sehr unausgegoren. Na doch... naja, ich wollte sagen, momentan kommen es noch zu sehr seltsamen Fehlern und anderweitigen unlogischen Dingen, aber ich habe Hoffnung, dass es alles soweit im Early Access vorankommt. Zumindest würde es Sinn machen, wenn das Spiel sich wirklich so entwickelt, wie es entwickeln soll. Aber hoffen wir natürlich nur das Beste. Und zack. Gut, dann pfeifen wir uns noch eine Makrele hinter. Zack, zack. Und fein. Dann möchte ich doch noch mal kurz zeigen, ob ich wirklich alles erreicht habe, was man in dieser groben Version erreichen kann. Also. Wir fangen von den Werkzeugen an. Axt haben wir. Das haben wir auch, die Angel. Hammer haben wir. Haken haben wir. Speer haben wir. Ja, Truhe. Die Kochstation. Den Wasserreiniger. Dann hier unsere Pflanzanlage. Dann für die Bäume. Dann unsere Fischanlage, die uns eine Menge nervtötende Arbeit abgenommen hat. Stühle haben wir. Laternen. Tische haben wir. Und dann noch Nägel, Seile und dann unseren Becher. Das haben wir alles. Mehr gibt's nicht. Und was haben wir hier bei der Bauerei? Das Fundament, den Sockel, dann hier die Säule, die Treppe, den Boden, die Wand und das Fenster. Haben wir alles. Deshalb macht es alles keinen Sinn, jetzt das ganze Projekt noch weiter zu strecken. Ich hoffe, die neuen Folgen waren nicht allzu trocken. Wobei, bei dem bisschen Material, was es gab, waren sie das wahrscheinlich. Und wie fandet ihr meinen Baustil? Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich baue ja... wollen wir noch ein paar Sachen ordnen? Ich finde ja, ich habe soweit recht ansehnlich gebaut. Sofern es in diesem Spiel überhaupt möglich ist, ansehnlich zu bauen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall haben wir soweit alles gekriegt, was man kriegen kann. Okay, und das war's dann erst einmal. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Das war's. Wir haben das Spiel fertig. Oder mehr oder weniger durch. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt zum Abschied nach ganz oben begeben, euch nochmal zeigen, was man innerhalb ein paar Minuten, okay, Minuten ist übertrieben, untertrieben, erreichen kann. Mal schauen, ob uns der Hai noch ein letztes Mal guten Tag sagt oder nicht. Ist ja auch egal. Naja, das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen. Vielleicht sehen wir uns in der Vollversion von Raft wieder. Ich würde mir die Sache natürlich ansehen. Und ja, wollen wir mal sehen. Bis dahin und tschüss.